Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Katharina von Papier von mir aus Hannover. Ja, nach der Sommerpause bin ich etwas in Verzug. Heute Abend ist wieder Video-Hop-Time mit Elke, Sandra und Nicole. Nicole setzt aus, weil ja, sie muss auch noch die Sommerferien quasi nacharbeiten. Und ich mache ein schnelles Video für euch, deshalb ohne Intro. Wir gehen gleich auf den Basteltisch und das Thema ist eine monochrome Karte oder Ton-in-Ton-Stempeln. Passt super, wenn man wenig Zeit hat. Ich brauche nämlich eigentlich nur ein Stempelkissen, dann den Farbkarton Pekanus, ein Stempel-Set. Ich habe mich hierfür einfach cool entschieden und ja, ein bisschen Grundweiß habe ich hier auch, da mache ich meine Grundkarte mit und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Also eine monochrome Karte, laut Wikipedia, ich habe mir das aufgeschrieben, besteht das nur aus einem Farbschema und gewissermaßen aus einer einzigen Farbe, also hier Pekanuss in meinem Fall. Und die hat dann unterschiedliche Schattierungen oder Nuancierungen in Bezug auf Sättigung und Helligkeit. Ja, und das werde ich jetzt einfach mal versuchen. Da brauche ich mein Schneidbrett für und mache mir jetzt erstmal wieder eine Grundkarte. Wie immer bei 10,5 fange ich an, das DIN A4 Blatt zu falzen und kürze mir dann das Blatt auf 14,5. Dann habe ich schon mal eine Grundkarte und die zweite muss ich dann auch noch mal kürzen auf 14,5 und schon habe ich zwei Grundkarten. Und dann nehme ich mir hier ein Stück Pekanuss. Das muss ich so zuschneiden. Das schneide ich im Format 10 cm mal 14. Dann haben wir jeweils einen Rand von 2,5 cm später. Genau, das sieht dann so aus. Wenn ihr dickere Ränder mögt, dann nehmt einfach 1 cm weniger. Ja, das Schneidbrett kann jetzt erstmal weg. Und jetzt geht's schon los mit dem Stempeln. Und zwar habe ich mich hier für den Brezel entschieden. So, das Set ist neu, deshalb wie immer einmal sauber machen. Mein Chemie sieht ja auch herrlich aus, der ist auch schon gerissen, aber er funktioniert immer noch super. Das ist mein ältester. Und jetzt nehmen wir uns Pekanuss. So, und es ist ja auch in verschiedenen Schattierungen. Deshalb werde ich den auch immer abstempeln. Den Brezel. So, jetzt muss ich darauf achten, wenn ich jetzt hier über den Rand stempel und den zweiten Stempelabdruck mache, dann muss ich aufpassen, dass ich hier, das habe ich ja noch nicht einmal abgestempelt, sondern nur den oberen Teil, dass ich dann ein bisschen darunter bleibe. Aber das passt ja hier auch ganz gut hin. Ja, und den dritten, obwohl den dritten sieht man noch, da muss ich dann auch wieder ein bisschen kleiner werden und den vierten sieht man eigentlich gar nicht mehr. Den spare ich mir. So, dann mache ich hier einen hin. Hier und hier. Ja, jetzt aufpassen. Ah, jetzt habe ich dann nämlich oben die Kante ja schon benutzt. Ja, den kann ich nicht mehr benutzen, weil wenn ich das jetzt hier abstempeln würde, ich kann euch das mal zeigen, dann habe ich hier einen dunkleren Abdruck und den will ich ja nicht. So, hier oben fehlt noch einer. Soll ja auch nicht zu gleichmäßig aussehen. Ich finde, das ist mal eine schwierige Entscheidung.
setze hier einfach noch mal einen dazwischen. So, den muss ich jetzt einmal abstempeln. Da fehlt mir noch einer. Sieht ein bisschen wild aus, ne? So. Ja, so lasse ich das jetzt. Und dann kommt nämlich der Spruch Imurgi da drauf. Dann muss ich mir ein kleines Stempelset Sprüche immer andersrum hinlegen und dann aufnehmen, damit die auch wirklich gerade sind. Nochmal einmal sauber machen. Dafür brauche ich ja nur ein kleines Reste. Ah, mir fällt gerade ein. Da wir das ja in verschiedenen Farbschemen machen, mache ich das jetzt einfach so. Dass ich das dreimal abstempel. Oh, hier auf dem Flüsterweiß wird schon ziemlich schnell hell. Ich versuche es nochmal. Ja, beim zweiten Mal habe ich jetzt nicht ganz so doll aufgedrückt, da ist ein bisschen mehr Farbe dran geblieben. Ja, eigentlich gefällt mir das ganz gut. Dann schneide ich das erstmal als Stück aus. Mal gucken. Ich habe nicht ganz so gerade gestempelt. Ha. Ich glaube, ich schneide sie auseinander. Das mache ich ja eh immer oft. Aber das stört mich sonst die, dass das nicht gerade ist. Sieht man hier kaum. Ja, ich benutze es aber trotzdem. Aber das sieht man, dass ich das nicht gerade gemacht habe. Sollte ich es doch lieber nicht benutzen. Nee, das muss ich nochmal machen. Das gefällt mir nicht. Ja, jetzt ist es ein bisschen doller geworden. Also ihr könnt da wirklich mit rumspielen. Das ist ja eh das Schöne, dass man mit einem Stempelkissen mindestens zwei Farbtöne erreichen kann. Ein drittes Mal abstempeln, da muss man ja mal gucken, ob das noch passt oder nicht. Aber ich brauche übrigens auch eine neue Brille. Ich kann ein bisschen schlecht gucken. In der Nähe. So, dann kleben wir uns hier jetzt einfach die Sprüche auf mit Dimensionals. Der ist nicht auseinandergeschnitten. Ja, wird heute ein kleines Mini-Video. Ich glaube, ich werde auch das nicht rausschneiden da mit dem
dass ich das Papier geholt habe und gesucht habe. Das schneide ich ja eigentlich auch immer raus. Aber heute gibt es mal ein Video, ungeschnitten, aufgrund der wenigen Zeit. So, erst das. Normalerweise würde ich euch ja auch noch rausschneiden, wenn ich hier jetzt die Dimensionals abmache. Das ist ja, wenn ich das alles abfummeln muss, eigentlich mal ein bisschen langweilig. Oh, das wäre jetzt auch lustig gewesen. Schön verkehrt rum aufgeklebt. So. Gleich, wenn ich das drauflege, den Aufleger, muss ich auch darauf achten, dass es mir auch schon mal passiert. Geguckt, dass das jetzt kleiner ist. So, so fällt es nicht auf. So, soll ja auch selbst gemacht sein. Ja, mir ist das schon mal passiert. Da habe ich die Karte dann aufgeklebt und dann habe ich den Aufleger aufgemacht und dachte so, okay, ein bisschen falsch rum. Ja, aber deshalb, die Karte geht so auf und so kleben wir uns das dann noch fest. Und jetzt habe ich mein Bastelzimmer noch nicht ganz so in Ordnung gebracht nach dem Urlaub. Steht noch nicht wieder alles an seiner Stelle. Der Kleber lag auch, statt auf dem Kopf zu stehen. Läuft alles noch nicht ganz so flüssig. So, jetzt so rum, einmal aufkleben. So, und schon ist unsere monochrome Karte fertig. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!